Das reicht mir. Huch. Ja. Nein. Ich hab das. Ich vergesse das. Ach Mann. So, gehen wir mal weiter. Warum? Das war doch mal mega gut. Muss ich mich dann da runterlassen, oder was? Ich glaube schon, ne? Dann rüber. Dann wieder hoch. Dann wieder runter. Nein, da war nix. Wo das gewesen ist? Da war nix. Warum ist denn da kein Schatten? Kacke, ey. Und ich könnte einfach mal in dem Screen einfach mal einen Screenshot machen. Ein Screenshot, oh, ein Quicksave. Ja, genau, lass da mal ein Queenshot. Genau, lasst uns die Königin erschießen. Warum bin ich nicht gestorben? Es ist mir egal. Ich bin sehr froh. Ich verstehe noch nicht so ganz, was ich hier überhaupt machen muss. Ich bin zu weit gegangen. Ja, da gehst du zu weit, Julia. Ganz ehrlich. Mann. Ich kann mich an dieses Geheimnis kann ich mich echt auch so gut so überhaupt nicht erinnern. Da war nix. Die Frage ist, was. Wofür. Ach so, da. Nee, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Die Frage ist auch, ist da oben. Das sieht so aus, als ob das Schatten wäre. Ah, und da muss man den ziehen. Ich glaube, ich mache erstmal den Hebel an, weil ich dann das Gefühl habe, dass das dann schnell ist. Oh, ich bin so dumm. Huch. Ich dachte, ich hätte gestanden. Oh, Mann, warum dauert das denn heute so lange hier? Jetzt aber. Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auch runterfalle. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier hochkomme. Das ist natürlich beste. Bestes Timing ever. Jetzt ist hier aber der Bär los. Ich bin erstmal erschossen. Das ist mir egal.
Ist mir egal. Dö. Ich hab's geschafft. Das ist ja der Oberburner. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das geht, aber wie kriege ich die Mutagnis dadurch? Wie kriege ich die Mutagnis dadurch? Quicksave machen und hoffen, ne? Das ist nicht dein Ernst. Warum hat das funktioniert? So. Das ist ja der Oberburner. Geil. Das hat super funktioniert. Das waren jetzt die drei Stück hier, oder was? Ja, mehr gibt es hier nicht. Das war doch... Doch, das ging ganz gut. Ich vermisse irgendwie einen Teil. Aber es kann sein, dass der noch kommt. Vielleicht auf dem Weg zur Soulstone Brewery. Dass wir das dann da hinkriegen. Das haben wir den Pups überhaupt nicht gebraucht. Da ist, glaube ich, gerade eine von den Mülltonnen ist da gegen die Wand geknallt. Willkommen am Gleis 5. Wir wollen den Gut ja nicht gegen die Wand knallen lassen, ne? So. Müssen wir jetzt da unten hin? Vier Stück gibt es hier noch. Das waren die da oben. Ja, hier unten geht es nicht weiter. Ich sehe auch keine Fläschchen. Kommen wir noch zu denen da oben hin? Ja, da gab es ja keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen. Okay, da ist nichts. Man muss ja immer ein bisschen rumtesten, weil es ist ja schon sehr offensichtlich. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, einfach Glück haben. Ja, da bin ich wieder ein Stückchen zu weit gerollt. Diesmal nicht zu weit gegangen, sondern zu weit gerollt. Ich glaube, ich habe ja einen Quicksave gemacht. Ja, natürlich. Ach ja. Das war gut. Ich sehe keine Fläschchen. Am besten, dass ich da durchrenne, wenn die das Ding hinter sich hat.
Was? Nein. Na. Keine Fläschchen. Was ist das? Achso, das ist der Aufzughebel. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den paar Mujaken, die wir eben gesehen haben. Hier ist aber nochmal was zum Lesen. Onkel Ersliks Touristentrip. Tipp immer noch. Nummer 8. Noch mehr Spaß mit besessenen Fürzen. Sie können fliegen. Sie können auf Erkundung gehen. Sie können explodieren. Ich würde mal gerne wissen, ob wir noch einen Pups haben. Nee, da war, das stand Furzen verboten. Was ist das? Ah! Alles klar. Da oben ist jetzt, glaube ich, genau, ein fliegender Slick. Man kann sich da irgendwie bei so Kisten verstecken, ne? Ja. Geh mal weg da. Den werde ich sehr wahrscheinlich brauchen. Den nehme ich mal mit zum Spaß. Ich bin gar nicht da. So. Jedes Mal, wenn ich den habe, versuche ich hier lang zu fliegen. Weil es sieht so aus, ob man... Geht das? Seit wann geht das denn? Das geht doch nicht, oder? Okay, Moment. Das war bestimmt mal vorgesehen, das zu programmieren.